Digga, was ist das denn bitte für einen Waffenskin? Kann ich noch kaufen? 2400. Habe ich so viel? Ich sehe es ja nicht, weil die Shader installieren. Ich sehe es ja nicht. Jetzt kaufen. Ich hab's. Ich hab so viel Geld. Ich habe das jetzt wirklich gekauft in Kultur. Ach, wenn ich jetzt den Lauf hier wechsle, Dann ist der Lauf einfach ein anderer. Das ist doch so dumm. Sofort, was geht ab? Wir schauen uns am Start zu einem erneuten Video. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Das erste Gaming-Video im neuen Jahr. Und ich kann euch jetzt schon mal mit einer wunderschönen Ankündigung begrüßen. Denn die folgende Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wird es eine Gaming Week geben. Jeden Tag ein Video, jeden Tag ein neues Spiel. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst jetzt schon mal einen fetten Motivationsdaumen nach oben. Ich werde mein Bestes geben, das durchzuziehen. Wir finden keinen Lobby, besten Dank. Kurz mal eine Runde Nuketown suchen. Heute starten wir noch nicht Gaming Week. Also das wird quasi eigentlich 8 Tage am Stück jetzt ein Video geben. Ich bin gehypt. Ich habe noch nichts vorproduziert. Wahrscheinlich werden die Videos nicht kommen. Oh, Nuketown 84 war ein geiles Nuketown. Das war ein geiles Nuketown. Ist es nicht sogar mit selber heilen? Nee, es ist... Nicht mit selber heilen, ne? Das war Black Ops 4. Ach du Scheiße, wie sieht das aus? Was ist das für eine Waffe? Oh, nö, ne? Was war das Movement? Ich kann kein Doppel... Ich probiere die ganze Zeit Doppelsprinten zu machen. Aber es gibt ja kein Doppelsprint. Das waren ja noch gute Zeiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, alles falsch, alles falsch. Ich habe wirklich 2400 Euro für den Waffenskin ausgegeben. Er sieht mega funny aus. Oh, wie sah das für sich? Ich will gucken. Ah, sah richtig spannend aus. Ein neues Jahr, ein neuer John. Ich denke mir, um den Flow zu kommen, um direkt das Jahr motiviert und gut zu starten. Ich probiere wirklich die ganze Zeit zu doppelsprinten. Es ist furchtbar, es ist komplett furchtbar. Nein, ich bleib noch drin. Müssen wir eine Gaming-Woche machen. Die habt ihr immer ultra abgefeiert. Wir hatten schon feindliche Hab. Habt ihr es gehört? Och, Digga. Nee, 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 nee. Oh, oh. Ich glaube, ich habe die Map noch nie gesehen. Was ist das denn? Sieht ja aus wie eine Vanguard-Map. What? War das ein Gegner hier? Nein. What the fuck, Alter? Was ist das? Was erlebe ich denn hier? Nice, es ist alles so komisch. Es ist wirklich alles komplett komisch. Ich muss hier erstmal reinkommen. Oh, verschrotten des Grauens. Das ist ja, wie gesagt, ja... feindlicher Kampf, Hubschrauber. Was ist das für ein Scheiß hier, Alter? Raus, raus, raus. 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 Guckt euch die Lobby an. Oh Gott. Ich glaube, das war keine so gute Idee, jetzt heute Kultur zu spielen. Ich weiß nicht wieso, ich dachte irgendwie MW2, jetzt muss nicht sein. Stefanie, komm her. Aber Kultur ist ja wirklich ganz kritische Hase. Oh ja, oh, oh, oh Gott! Ich krieg fast einen Turn-on. Ich bin so schlecht. Gott. Einer hat letztens geschrieben, weil ich meinte, ja, ich bin ja halbwegs gut in Call of Duty. Meinte, haha, John und halbwegs gut in Call of Duty. Haha, das nicht lache. Ich höre, manche Leute sind so krank im Kopf. Und dann muss man ehrlich. Nexus, wieso legst du den immer hin? Er liegt da immer noch, ne? Er liegt da immer noch. Nexus, die Natives, lass ich mich machen. Ja, ja. Kampfhubschrauber von Nexus. Greife den Kampfhubschrauber an. Ach Gott. Oh Gott, wie gerne ich jetzt gerade Black Ops 2 in Nuketown spielen würde und nicht fucking Cold War Nuketown. Ich glaube, ich wechsle gleich nochmal das Spiel. Entweder zu MW2 oder vielleicht gehen wir auch zu Schmuddel Vanguard. Irgendwie habe ich ein bisschen Bock auf Schmuddel Vanguard. Das war schon ganz geil mit der Tommy Gun und 700 Schüsse. In den geilsten, verrücktesten, wildesten Stellungsspawns 12 vs. 12 oder so zu spielen. Das hat schon echt Spaß gemacht. Gegner haben sogar jetzt noch einen Hub zum Ende rausgehauen. Na, das war ja ein richtiger Erfolg hier. Der Gaming-Markt ist irgendwie am Arsch. Wir machen eine Gaming-Woche und ihr müsst mir ganz, ganz viele tolle Spiele in die Kommentare schreiben. Auch die größte Abwechslung. Wir wollen natürlich den anderen Shooter, vielleicht auch einen Free-to-Play-Shooter austesten, der was kann. Aber auch komplett andere. Ohne Scheiß, wenn ihr von mir ein Sims-Let's Play, beziehungsweise jetzt kein Let's Play über 500 Episoden, aber so mal ein 30-Minuten-Sims-Video. Oder ihr wollt von mir einen Bibi-Blocksberg-Walkthrough haben. Dann lasst es mich wissen. Ohne Scheiß, alles ist doch wirklich besser als diese
aktuellen Games, die irgendwie so gespielt werden. Ich weiß nicht, was wird daneben Call of Duty eigentlich gespielt? FIFA-Hasen gibt es natürlich immer. Die Leute, die FIFA jedes Jahr spielen, so wie Call of Duty. Wir sind die Dümmsten. Die FIFA, nicht YouTuber, aber auch YouTuber. Aber die FIFA und Call of Duty-Spieler sind eigentlich die dümmsten Spieler, weil wir jedes Jahr dieselbe Scheiße spielen und jedes Jahr uns aufs Neue über dieselben Sachen auch noch beschweren. Also döver geht's ja fast gar nicht. Aber so ist es. Das ist quasi unsere... Oh, die OTS macht schon Spaß. Die ist gut. Das ist ein bisschen... Ich habe direkt auf einmal voll Motivation, weil ich einen Kill mache. Oh no! Mit der geht was, mit der geht was. Die AKU war gerade Schwanz. So, wir sind doof. Was spielt man denn sonst noch? Ich weiß, ein paar spielen Valorant. Gibt es auch Leute, die CSGO spielen eigentlich? League of Legends spielen sicherlich auch noch einige. Jetzt ist ja Overwatch 2 rausgekommen. Ich meine aber... Das ist auch schon vorbei, der Hype. Also das hat jetzt auch nicht länger angehalten. Halo ist rausgekommen, hat nicht länger angehalten. Battlefield ist rausgekommen, hat nicht länger angehalten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob die Spielentwickler zu krasse Dödel sind. Die Waffe macht Todspaß. Die Spieler zu verwöhnt sind. Wahrscheinlich wird es so ein Mix sein aus mehreren Dingen. Bist ein Affe, Digga. Bist ein Affe. Ich bin ein Affe. Oh, die Waffe macht echt Spaß. Die macht echt Spaß, weil die connectet richtig gut. Aber was spielt man denn noch? Gibt es irgendwelche Spiele, Geheimtipps? Leute, wir müssen das heute in den Kommentaren klären. Denn die Gaming-Woche steht an. 7 Tage, 7 verschiedene Spiele, 7 Videos. Die meisten sind wegen Call of Duty auf meinen Kanal gekommen. Aber ich habe das Gefühl, dass die wenigsten das noch wirklich, wirklich aktiv aktuell spielen. Wie kann ich da noch fast Schwanz kriegen? Ich verstehe es nicht. Oh Mann, ihr fragt euch sicherlich auch, John, du alter Tinder-Don, das fragt euch bestimmt, oh Gott, was sind denn genau deine Learnings aus letztem Jahr gewesen? Ich habe ja im Jahresrückblick davon gesprochen, dass ich einige Dates hatte, viele Katastrophen-Dates, viele gute Dates und ich aber, egal ob es jetzt gut oder schlecht war, immer was dabei gelernt habe oder generell verstanden habe, worauf es überhaupt ankommt und wieso ich überhaupt jetzt viele Leute treffen möchte und was ich auch in Zukunft eher für Leute treffen möchte. Und da sind mir echt ein paar Sachen bei aufgefallen. Und zwei möchte ich euch jetzt sagen. Der erste Punkt, den haben viele schon 100% so oft gemerkt. Ne, man findet eine Person extrem gut und man möchte, dass das irgendwie klappt. Und man ist die ganze Zeit die Person dann am Anschreiben und am Gucken und probiert ein Treffen zu organisieren und ist so ein bisschen auf der Jagd nach der Person und möchte sie quasi erobern. Vielleicht hat man auch schon so eine kleine Rejection bekommen und jetzt möchte man sie noch umso mehr, weil jetzt die Challenge auch da ist und auch gewisserweise das Ego vielleicht gekränkt ist und man deshalb aus dem Grund, oh Gott, wieso auf einmal hinter mir? Gott, ich habe wirklich gerade Herzrasen bekommen, ne? Baby. Oh. Oh nein! Hat jeder schon mal erlebt, man rennt einem Girl hinterher, man findet sie zu schön, man findet den Gedanken zu schön, dass das mit euch klappt aus verschiedensten Gründen. Und da habe ich mir den Satz aufgeschrieben, investiere nicht in eine Person basierend darauf, wie sehr du sie magst, sondern investiere in eine Person basierend darauf, wie sehr diese Person in dich investiert, etwas für dich übrig hat. Man verschwendet viel zu viel Zeit, Kraft, Lebensenergie in Frauen, die es nicht wert sind, in Frauen, die es euch nicht, die euch das Gefühl nicht zurückgeben, die hard to get spielen, viele Optionen haben, vielleicht auch nicht 100% interessiert sind. Und das ist direkt dann das Learning Nummer 2. Es macht viel mehr Spaß, mit einer Frau zu kommunizieren, alle möglichen Sachen zu erleben, zu machen, wenn diese Frau Hals über Kopf dich gut findet, richtig Bock hat, mit dir Zeit zu verbringen, dich auch geil findet, dich heiß findet, dich süß findet, dich hübsch findet. Das ist viel, viel, viel geiler. Das macht viel mehr Spaß, als mit irgendeiner Olle zu chillen, die ganz nice ist, die deine Freunde auch alle cool finden, die vielleicht auch ein bisschen Status bedeutet, wenn du sie jetzt klären würdest, die aber eigentlich relativ öde, langweilig ist und auch nicht so viel für dich übrig hat, die jetzt nicht das Gefühl gibt, dass sie richtig, richtig Bock hat, sich jetzt mit dir zu treffen, sondern du schreibst ihr und sie schreibt, ja, mir geht's gut. Kommt keine Gegenantwort. Du schreibst ihr, hast du morgen Zeit? Sie sagt, ja, morgen ist schlecht, da muss ich lernen. Und dann schreibst du, und wie sieht am Wochenende aus? Wochenende ist auch Geburtstag, bin ich bei meiner Familie.
Ihr merkt schon, in welche Richtung das fällt. Raus da, Leute, raus da. Verschwendet nicht eure Zeit, irgendwie solchen Weibern hinterher zu rennen und irgendwie sie von euch zu probieren, zu überzeugen, beziehungsweise sie irgendwie noch zu klären, umzukriegen. Das ist verschwendete Lebenszeit. Das macht euch keinen Spaß und das ruiniert auch nur euer Selbstwertgefühl. Weil wenn ihr den ganzen Tag... Feindliche Hard, by the way. Ha, jawohl! Wenn ihr den ganzen Tag... solche Erfahrungen nur habt und nicht auch mal die Erfahrung habt, dass eine Frau euch hinterher rennt, eine Frau euch die ganze Zeit schreibt, sich treffen will. Wenn ihr das nicht habt, dann erwartet ihr das von keiner anderen Frau und dementsprechend werdet ihr das nie bekommen, weil ihr denkt, ihr seid es nicht wert, auch so, Mann, auch so mal von einer Frau behandelt zu werden. Deshalb, auch wenn sie eine 9 von 10 ist, okay, bei einer 10 von 10, da verstehe ich. Da kann ich verstehen, dass man da ein paar Einbüße macht, wenn sie vielleicht jetzt nicht ganz Hals über Kopf in euch direkt verliebt ist. Und das muss übrigens ja auch nicht sein. Sie muss ja nicht direkt so übertrieben diese Signale geben. Aber ich denke, ihr versteht vom Bauchgefühl, merkt das jeder Typ, wenn sie einen gut findet oder wenn sie einen, ja, so medium gut findet. Aber ich sag mal so, eine 9 von 10, die total langweilig ist, öde ist, nicht selbst das Treffen auch mal probiert, in die Wege zu leiten, nicht so wirklich interessiert ist, das sollte ein viel niedrigeres Ziel sein als eine, keine Ahnung, 6 oder 7 von 10, die aber voll und ganz für euch ja, alles übrig hat und sich mit euch treffen möchte und Bock auf euch hat und lustig ist und Spaß macht. Das ist so eine Sache, ich schwöre, das musste ich lernen und ich bin sicherlich jetzt auch nicht... Oh nein, nein. Nein, weil ich keine Mutti hatte, weil ich hab mich so nur... Das musste ich lernen und ich bin da sicherlich nicht am Ende angekommen. Es wird immer so sein, dass ich auch mal einem Girl hinterherrenne, nur weil ich sie optisch gut finde. Aber... Optik ist wirklich nicht alles und das ist ein schwerer Prozess zu lernen und ich schwöre, es gibt immer wieder den Moment, dann verlaufe ich mich und denke mir, ach scheiß drauf, ja, Digga, sie ist zu hübsch und auch wenn sie irgendwie abweisend ist oder so, probiere ich es dann doch noch. Aber ihr müsst immer gucken, was gibt euch mehr persönlich, was gibt euch mehr Glück, mehr Spaß, mehr Freude. Voila, Bila. Und das habe ich gelernt, weil ich auch großen Teil meines Lebens immer damit verbracht habe, irgendwie viel zu viel Zeit und Nerven zu investieren in Frauen, die so sich vielleicht auch mal mir angeboten haben und ich habe vielleicht auch mal gekostet, aber dann wollte ich mehr, wurde ein bisschen anhängig, wurde ein bisschen needy und schon habe ich die kalte Schulter bekommen. Und dann, als ich die kalte Schulter bekommen habe, habe ich nicht das Zeichen gesehen, okay, gut, Feierabend, raus da, sondern ich dachte mir, kalte Schulter, Bruder, jetzt will ich es umso mehr. Jetzt muss ich ran. Jetzt. Mein Dicker, wieso habe ich die ganze Zeit? Jetzt erst recht. Bist du dumm, John? Könnte ich mich ohrfeigen. Aber jeder muss die Erfahrung machen. Jeder muss das Feuer anfassen. Jeder muss da mal auf doof jetzt erst recht hinterher rennen, um zu verstehen. Und manche verstehen es nach dem zweiten Mal, manche verstehen es nach dem 100. Mal und manche verstehen es nie in ihrem Leben. Digga, was ist er eigentlich für ein Pfeifer, dieser Typ? Bro, er hat immer einen anderen Spezialisten, so eine andere... Mann, das war eine Streak, das ist eine Streak. Ich denke die ganze Zeit, das ist ein Spezialisten, den er auf mich ballert. Aber das ist ja eine Killstreak, der Annihilator. Und dann... Und noch als drittes, letztes, abschließendes Fazit... Fangt nicht an, zu schnell die Frau, das Mädel zu romantisieren und zu denken, ja, sie ist perfekt. Einmal gesehen, zwei Sätze geredet, direkt verliebt. Direkt Herzklopfen, direkt Herzrasen. Ich kenne das, ich weiß, manche Leute sind gar nicht so. Es gibt aber Leute, die so sind, die so ein bisschen dieses Ted Mosby-Syndrom haben. Ich gehöre zu dieser Art Menschen an sich. Aber ich sag mir jetzt immer, Digga, du kennst sie gar nicht. Entspann dich mal, du weißt gar nicht, wie sie wirklich drauf ist. Sie hat jetzt mal irgendwie was Süßes gesagt oder ihr hattet eine schöne Zeit, aber du weißt nicht, wie sie drauf ist, wenn sie schlecht drauf ist. Du kennst sie nicht. Hör auf, sie basierend auf kurzer Zeit, wo du sie kennst, direkt zu toll zu finden. Und, das ist jetzt aber wirklich das Allerletzte, immer aller wichtig. Und ich sage das so, als wäre ich hier der Überprofessor. Das sind alles nur Learnings. Ich mache auch Fehler und das sind auch keine Fehler, weil jeder ne, muss da durch. Aber das ist so, dass mir aufgefallen ist, immer sich seinen Weg als Priorität Nummer 1 setzen. Nicht anfangen, alles links liegen zu lassen, nur weil sie sagt, hey, ich habe übrigens sturmfrei. Okay, vielleicht ein anderes Szenario, aber wenn du dir denkst, okay, du willst vielleicht auch ein bisschen was mehr, es kommt ja auch immer drauf an, was man will, wenn du jetzt sie nur knallen willst, na gut, dann fahr hin, aber wenn du vielleicht ein bisschen mehr möchtest, dann würde ich nicht andauernd meine Grenzen, andauernd meine Ziele oder meine Sachen, die ich eigentlich vorhatte, hinten an
abzustellen, nur um sie zu sehen. Sondern ich würde die Dinge weiter durchziehen und sagen, so, ich zocke jetzt gerade, ich nehme jetzt gerade ein Video auf. Ich könnte in 3 Stunden, ich könnte morgen, aber ich kann jetzt in der Situation nicht. Ich würde jetzt nicht aufhören, dieses Video für sie irgendwie zu beenden. Und das ist, ich bin ein Bengel. Das ist das Letzte, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Ich könnte euch wirklich noch 5 Jahre einen anbabbeln. Ich finde das Thema so interessant. Ich mag das total. Und aber ich denke, das ist jetzt genug. Das sollte jetzt für heute genug sein. Schreibt mir gerne eure Gedanken, Anregungen in die Kommentare. Ich habe das Gefühl, es gibt immer nur 2 Lager. Entweder der absolute Vollblut-Simp und dann das zweite Lager, der Alpha, Andrew Tate, King, Macho, narzisstischer Bastard. Und an die Leute, die nicht wissen, okay, zu welchem Lager gehöre ich, irgendwie finde ich jetzt Simpen scheiße, irgendwie finde ich aber auch dieses Macho-Gehabe scheiße und diese narzisstischen und so, mit denen kann ich mich nicht wirklich identifizieren. Es gibt eine Mitte. Ihr werdet diese Mitte finden. Ihr müsst nicht das eine oder andere sein. Ihr könnt ein korrekter, netter, empathischer Typ sein. Ihr müsst aber dafür jetzt kein Zimt sein. Und ihr müsst aber auch kein Arschloch sein, um die Girls rumzukriegen. Und auch nochmal, kommen wir nicht zum Ende. Wenn sie sich nur rumkriegen lässt, wenn du ein Arschloch bist, sie ignorierst, sie schlecht behandelst, ja, dann ist sie doch erst recht nicht die Richtige. Okay, wenn du vielleicht sie knallen möchtest, dann mach das. Bleib korrekt, aber so, ne, ich meine, wenn sie nur auf solche Typen steht, ihr kennt ja dieses, oh, irgendwie stehe ich immer nur auf die Arschlöcher. Ja, dann lasst die Finger besser davon, ohne Scheiß, Alter. Ihr verbrennt euch daran, wirklich nur. Jetzt habe ich aber wirklich die Schnauze voll mit dem Gebabbel hier. Ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden. Feindliches Harp im Anflug. Feindliches Harp, ja. Ich bin zu schlecht, ich kriege keinen Harp hin. Ein Harp noch, komm fürs Video, damit wir morgen dann in die Gaming-Woche mit vollem Enthusiasmus reinstarten können, möchte ich jetzt noch einmal das Glücksgefühl hier haben. Das kann ja nicht sein. Ist auch so dunkel geworden, merkt ihr das? Ach du Scheiße, ich mach mal Licht an. Gott, oh Gott. Das muss jetzt klappen, der Orbi muss her. Bub, erster Kill. Bub, zweiter Kill. Bub, dritter Kill. Oh, wir müssen am Leben bleiben. C4 auch noch geholt. Guck mal, wie sieht aus wie ein Zelt unten. Ich habe immer das Gefühl, ja, nur weil man hier sterben kann auf der Streak, kriegt man die Streaks hinterhergeschmissen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und deshalb spiele ich auch zu wenig auf Streak, weil ich nicht so dieses, jo, ich muss jetzt noch 3 Kills machen bis zum Orbi, sondern irgendwelche Punkte muss ich sammeln. Deshalb denke ich, ja, kann ich ja sterben. Aber das ist halt Quatsch. Jetzt hier zu sterben ist dumm, denn der nächste Kill bringt mir wieder mehr Punkte. Und ich glaube, ab 5er Streak ist es schon wirklich erheblich viel mehr. Was macht er hier für Pfeifert-Sachen? Und je höher du wirst, desto höher werden die Punkte. Alter, was werde ich hier geknallt? Digga, es ist ja wirklich widerlich! Widerlich! Guck dir das an. Guck dir das an. Ich habe jetzt hier mal eine AR ausgepackt. Das wird hier alles nichts. Ich werde hier so. Ich krieg hier wirklich den Schwanz meines Lebens gerade. Das ist wirklich. Danke wirklich vielmals. Alles wird gepreamt. Ich verliere meinen Verstand, wie Elotrix sagen würde. Ach Mann. Mehrere feindliche Spionage und auch Kriegsmaschinen. Alles, Digga. Oh Gott. Gleich ist der feindliche Hab. Digga. Es fuckt so ab, Mann. Ohne Scheiß, hat die schlechteste Session aller Zeiten, ich schwöre. Komm noch rein, du weißt doch, dass ich hier bin mit deinem Harp. Guck mal, wie dieses Zelt hier rübergeflogen kommt. Ich ficke dich, du Hund. Komm doch, Digga, du Nutten, Digga. Noch nie so schlimme Gunfights wirklich gehabt wie hier. Das ist ja krass. 3er-Streak. 4er-Streak tot, das reicht nicht für den Orbi. Wir sind 5000 Punkte noch entfernt. Ich habe gar nichts geschafft. Man denkt so, ja, hier, 4er-Streak bringt auch irgendwie was. Kleinvieh bringt auch Mist, aber das ist die größte Lüge der Geschichte. Ja, danke dafür, Alter. Danke, Merkel. Zelt.
Ich quitte raus. Ich habe keinen Bock. Ich quitte raus. Ich suche mir eine neue Runde. Nuketown vielleicht. Ich krieg Nervenzusammenbruch. Oh mein Gott. Erster Kill. Ja, komm schon. Oh mein Gott, Junge. Wer? Pisco Pistorius, Digga. Wer hat dich gefickt, Junge? Nice. Alle oben. Das wird hier nichts mit dem Orbi, ne? Ich sitze hier noch bis 2012, Alter. Die Nate, beste Nate aller Zeiten. Von oben. Stöhn noch nicht so rum, Junge. Ja, ich krieg trotzdem Schwanz. Ich krieg trotzdem Schwanz, obwohl ich genau da pre-aime. Was ist jetzt los? Controller leer. Ich kotze Schwein, Alter. Yeah, baby! Oh, yo, es ist so verschützt. Hier den Orbi klar zu machen. Oh nein, nein, nein. Snipey! Das wird ein hartes Stück Arbeit. Ich werde jetzt auch campen. Ja, der wird jetzt hier kommen. Achtung. Achtung, aufgepasst. Guck mal, wie er so auf Testbasis nur kurz reinguckt. Der Hundepeter. Ja. Ja, das ist ein Drecksmap, Digga, da geht gar nichts. Der Fight hat Sinn. Oh mein Gott, feindliches Hub. Wo soll ich denn noch rein? Wieso habe ich denn immer solche Gegner die ganze Zeit? Ohne Scheiß, was soll denn das? Oh, Digga, die Stun. Ja, moin. Also Raid ist ja wirklich die beste Map, um aufs... Ja. Ich muss Taktikmaske spielen, habe ich das Gefühl. Kugelweste ist nicht so. Ja. Auch vonnöten, auch vonnöten. Wir müssen irgendwie hier auf Streak kommen. Also wenn es jetzt hier auf Raid nicht klappt von der Streak, vom Orbi, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Die beste Map der Call of Duty-Geschichte. Es muss klappen. Es geht, ja, ich bin ein Bastard. Ich bin ein Knäckebrot. Es klappt nicht, Bro. Es klappt nicht. Wir nehmen Bravo ein. Diese Pisser hier drin, das sind solche Kinder, Alter. Meine Güte. Wahrscheinlich verprügelst du mich noch. Oh mein Gott. So leicht bin ich nicht klein. Irgendwie hier die Streak halten. Fünfer Streak zur Halbzeit. Feindlicher Kampfhubschrauber im Das ist jetzt ein Scherz, oder? Neuner Streak, wir sind auf einem guten Weg. Nice. 10 Abschüsse. Richtmikrofon ist online. Orbi, Baby. Let's go. Let's fucking go, das Häschen. Guck mal, wie sie beide nicht rauskommen, diese Hunde. Taxifahrer Bodo, du Hund. Du kleiner Hund. Guck mal, wie sie pre-aimen. Seht ihr das? Seht ihr diese Spieler? Seht ihr, wie die spielen? Es ist ja wirklich absurd. Der Heli. Der Heli. Der ist immer noch oben. Ich dachte, der wäre unten. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ach, so schade. So schade. So schade. Stell dir mal vor, ich hätte den jetzt. Natürlich ist hier ein Trophy. Na klar, natürlich ist genau da ein Trophy. Mann, Alter. Ich werde jetzt zur wilden Wutz, werde ich hier, Alter. Komm raus. Freunde, das soll es gewesen sein mit Kultur. Frohes neues Jahr. Gaming Week. Gaming Week. Gaming Week. Montag geht's los. Schreibt mir Spiel in die Kommentare. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Ich bin raus. Und einen wunderschönen prächtigen Tag. Macht's gut. Haut rein. Ciao.
Ciao. Pschuh.